Herr Grigat, verehrte Ehrengäste, liebe Ostpreußen, liebe Landsleute, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin gerne hierher gekommen zum Ostpreußentreffen hierher nach Erfurt. Ich freue mich, dass es so gut besucht ist und Petrus schönes Wetter bestellt hat. Gestern Abend erklangen im Erfurter Dom Orgelwerke, gespielt vom heutigen russischen Organisten des Königsberger Domes. Zu Beginn dieser Veranstaltung waren die Glocken des alten Königsberger Doms von Band zu hören und manchem war dabei weh ums Herz. Im Anschluss, wir haben es eben gehört, an diese Kundgebung führen junge Angehörige der deutschen Volksgruppe aus Ostpreußen und der Mitglieder der Jugendorganisation der Ostpreußen, der Landsmannschaft, hier ein Lustspiel auf. Und gerade eben hörten wir des großen Kurfürsten Reitermarsch, übrigens hervorragend gespielt. Ich weiß, was ich sage. Erstens ist mein Mann Dirigent, zweitens bin ich Geigerin, aber drittens habe ich diesen Marsch zuletzt gehört in einer Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern und sie konnten sich trotzdem daneben sehr gut hören lassen. Die Zusammenstellung des Programmes, auch mit dem Ostpreußenlied, wo einem immer ganz weh ins Herz wird, die Zusammenstellung dieses Programmes beim Deutschlandtreffen der Landsmannschaft Ostpreußen bezeugt ja ganz offensiv Vergangenheit und Gegenwart gemeinsam. Das prägt diese Landsmannschaft. Die Landsmannschaft Ostpreußen verliert sich nicht in einer Weltabgewandtheit, allein in der Erinnerung, sondern sie gestaltet Tag für Tag die Zukunft ganz aktiv mit. Und das, meine lieben Freunde, ist die Aufgabe aller unserer Landsmannschaften im Bund der Vertriebenen. Und zu diesen Kontakten gehören natürlich seit Jahr und Tag die regen Kontakte in die Heimat. Dazu gehören die Gespräche und Verbindungen zu den wenigen Verbliebenen in der Heimat, zu den wenigen Deutschen, die dort bleiben konnten, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und dazu gehören aber auch ganz selbstverständlich die Kontakte zu den Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostpreußen eine Wohnstadt gefunden haben. Das sind die Kontakte zu Polen, zu Russen, zu Litauern und diese finden tagtäglich auch statt. Im Jahre 2008 hat die Landsmannschaft Ostpreußen das Deutsch-Russische Forum gegründet. Und darin wirken russische Historiker, Archivare und Kommunalpolitiker aus dem Königsberger Bereich genauso mit wie die Vertreter der Landsmannschaft Ostpreußen, die die Initiative dazu ergriffen haben. Ein guter Gedankenaustausch mit gemeinsamen Kulturprojekten im Königsberger Gebiet, das ist die selbstgestellte Aufgabe. Und ich glaube, damit kann man vieles vom Erbe Königsbergs bewahren helfen und in die Zukunft weitertragen. Seit vielen Jahren gilt das besondere Engagement der Landsmannschaft Ostpreußen den elternlosen ostpreußischen Kindern, den Waisen, die mit Hilfe von Litauern in schwierigster Zeit als kleine Kinder überleben konnten, die wir als sogenannte Wolfskinder kennengelernt haben. Und Bundespräsident Christian Wulff hat am 10. Mai in diesem Jahr eine Gruppe dieser Wolfskinder bei sich im Schloss Bellevue empfangen. Und er hat damit diesen vom Schicksal ganz besonders hart betroffenen Menschen, denen ihre Identität in Teilen verloren gegangen ist in diesen harten Zeiten,
an ihrem Lebensabend, denn die Wolfskinder sind heute ja betagte Menschen, an ihrem Lebensabend das Gefühl vermittelt, dass sie von Deutschland nicht vergessen worden sind, dass sie zu uns gehören. Und der Bundespräsident, ich muss es sagen, Herr von Gottberg und ich, wir waren dabei, hat sehr eindringliche Worte gefunden und am Ende sagte er der Runde, den Wolfskindern, wir machen ein gemeinsames Foto, so wie ich es auch immer mit allen Staatsmännern mache, vor dem Schloss Bellevue. Und dieses Foto mit Ihnen, sagte Bundespräsident Wulff, wird einen Platz in meinem Arbeitszimmer finden. Herzlichen Dank, Herr Bundespräsident. In diesem Zusammenhang möchte ich aber insbesondere Ihnen, lieber Herr von Gottberg, für Ihre Initiative und Hilfestellung für die Wolfskinder ganz besonders danken. Aber Herr von Gottberg, nicht nur dafür. Als langjähriger Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen waren und sind Sie ein gewichtiger und ein wertvoller und ein unverzichtbarer Partner im Bund der Vertriebenen über lange Zeit hinweg gewesen und Sie werden es auch bleiben. Und eines muss man sagen, unsere Zusammenarbeit war geprägt von Offenheit und das bedeutete auch, mit Meinungsverschiedenheiten nicht hinter den Berg zu halten, sondern sie auszutragen. Das haben wir auch oft engagiert getan. Und ein Ostpreuße und ich mit schlesischen und westpreußischen Wurzeln verbinden. Und es sind oftmals zwei Dickschädel. Aber ich muss sagen, wir haben im Respekt miteinander unsere Positionen ausgetauscht, ausdiskutiert und am Ende gemeinsame Wege gefunden. Nicht nur gesucht, sondern auch gefunden. Und das hat der Landsmannschaft Ostpreußen, dem Bund der Vertriebenen, gut getan. Es waren in aller Regel fruchtbare Ergebnisse für den Gesamtverband und die Landsmannschaft. Sie, lieber Herr von Gottberg, haben Ihre Landsmannschaft zukunftsfähig gemacht. Sie haben Ihr Amt als Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen in andere Hände gelegt. Sie haben das Staffelholz nach vielen Jahren der Verantwortung an Herrn Stefan Grigat übergeben und Sie haben ihm eine wohlbestellte Landsmannschaft hinterlassen und zu treuen Händen übergeben und damit auch eine Herausforderung. Für all das darf ich mich sehr herzlich für den BDV, für das ganze Präsidium bei Ihnen bedanken. Aber unsere Zusammenarbeit ist ja im Präsidium des BDV noch nicht beendet. Ihnen, lieber Herr Grigat, wünsche ich als neuem Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen alles erdenklich Gute für diese große und verantwortungsvolle Aufgabe, Sprecher zu sein von so vielen Menschen mit so vielen Emotionen. Die Menschen tragen in sich ja auch Verletzungen unterschiedlichster Art in sich und Emotionen. Das ist eine schwierige, aber es ist auch eine lohnenswerte Aufgabe. In Ihrer Person wird auch eines besonders deutlich und das freut mich ganz ungemein. Ich will es offen sagen. Alle, die hoffen, dass mit dem Wegsterben der Erlebnisgeneration und der kriegsgeborenen Generation das Thema Vertriebene endgültig beendet und begraben ist, irren sich. Herr Krieger, Sie sind der beste Beweis dafür. Lieber Herr Grigat, ich muss noch üben, die Betonung auf die zweite Silbe zu legen. Auch im Stiftungsrat der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, in der Sie den BDV ja jetzt und damit auch Ihre Landsmannschaft vertreten, haben Sie eine mit Sicherheit nicht eine einfache Aufgabe zu bewältigen, damit am Ende eine Einrichtung entsteht,
die würdig und angemessen das Schicksal der deutschen Vertriebenen wiedergibt und die nicht einen Brei, in dem alles verschwindet, hinterlässt. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Liebe Landsleute, gemeinsam mit allen Landsmannschaften und Landesverbänden haben wir die BDV-Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen, jetzt guckt man mal kritisch, weil ich meistens die Endsilbe verschlucke, gegen Vertreibungen, plural, denn die Vertreibung der Deutschen war nicht monochrom, sie war vielschichtig, diese Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen auf den Weg gebracht und damit für die deutschen Heimatvertriebenen einen gewichtigen Markstein gesetzt. Vergleichbar damit von ihrer Bedeutung und Gewichtigkeit her ist nur die Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Und es sei daran erinnert, im vorigen Jahr konnten wir im Stuttgarter Schloss anlässlich des 60. Jahrestages der Proklamation unserer Charta an Wort und Wegweisung dieses Dokumentes erinnern. Und die Verkündung dieser singulären Willenserklärung am 5. August 1950 in Stuttgart war gleichzeitig die Geburtsstunde des Tages der Heimat. Und seither, seit 1950, treffen sich Jahr für Jahr nicht nur in Berlin, sondern landauf, landab deutsche Vertriebene zu einem Heimatgedenken und zur Zukunftsgestaltung. Und sie bekräftigen damit und dadurch den Weg, den die Charta eingeschlagen hat, einen Weg des Miteinanders. Und unsere Charta ist zutiefst christlich geprägt. Und wir sollten uns immer wieder vergewissern, gerade in diesen Tagen, in denen wir über viele Dinge in Deutschland reden, wir leben auf dem Fundament eines christlichen Abendlandes. Die da lautet, im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen, im Bewusstsein ihrer Zugehörigkeit zum christlich-abendländischen Kulturkreis, aber auch der Hinweis in der Charta, dass das Recht auf die Heimat als eines der von Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit anerkannt und verwirklicht werden soll, macht das deutlich. Und aus keinem einzigen Satz, aus keiner einzigen Silbe dieses Dokumentes, dieser ersten gemeinsamen Deklaration der Vertriebenen, sprach schon damals 1950 Hass gegenüber den Nachbarvölkern. Und das war eine großartige emotionale Leistung, eine Selbstüberwindung. Im Gegenteil stand darin, wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, eines geeinten Europas schon damals. Die meisten haben in Deutschland noch nicht daran gedacht, die Vertriebenen haben daran gedacht, in dem die Menschen ohne Zwang und Furcht leben können. Und weiterhin war eine Selbstaufgabe gestellt, die wir erfüllt haben, die meine Eltern erfüllt haben und die Sie alle, die ältere Generation, die junge Generation, sich noch an die Notzeiten erinnern können. Sie sagt nämlich, wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands und Europas. Das war als Selbstverpflichtung postuliert und deshalb ist Deutschland so gewachsen und so aufgeblüht, wie es dann am Ende geworden ist. Und wir sollten unser weiteres ja, die Vertriebenen haben hart gearbeitet und das, obwohl ihre einheimischen hiesigen Nachbarn nicht immer besonders freundlich mit ihnen umgegangen sind. Und ich weiß von meiner Mutter, dass es sie bis zum Lebensende verfolgt und betroffen hat, dass ein schleswig-holsteinischer Bauer zu ihr sagte, als sie etwas Milch für meine todkranke kleine Schwester brauchte, als er sagte, ihr seid ja schlimmer als die Kakerlaken. Das hat sie bis zum Lebensende nicht vergessen.
weil sie dachte, hier leben Deutsche, wir sind Deutsche, wir haben ein besonderes Schicksal zu ertragen gehabt und werden am Ende so behandelt. Und so ist es hier vielen im Raume gegangen. Die Menschen sind darüber hinweggegangen, haben versucht, es zu ignorieren und das Land mit aufzubauen. Und das Vertrauen in die eigene Kraft, der Wille zur Selbstbehauptung und auch der Durchsetzungswille für rechtliche und soziale Gleichstellung mit den Einheimischen, all das wurde durch diese Proklamation am 5. August 1950 gestärkt. Und dadurch haben wir ein moralisches Fundament über den Tag hinaus. Und dieser 5. August 1950 ist für Deutschland und für Europa von ganz unschätzbarer Bedeutung. Denn hätten sich die Vertriebenen damals für einen anderen Weg entschieden, für einen Weg der Gewalt, für einen Weg der Abschottung, so sehe heute Deutschland und wahrscheinlich auch Europa anders aus, als es aussieht. Es war ein beeindruckender Akt der Selbstüberwindung. Und diese Botschaft von damals hat getragen bis zum heutigen Tag. Und ich kenne nun genügend aus dem eher linken Spektrum dieses Landes, die an dieser Charta kein einziges gutes Haar lassen. Ich kann nur eines sagen, der Wert dieses Dokumentes lässt sich überhaupt nur ermessen, wenn man sich in die damalige Zeit hineinbegibt und sich vor Augen führt, welchen Weg die Entwurzelten damals leicht hätten nehmen können. Und deshalb schreibt man ein solches Zeitdokument nicht einfach um und übergibt es einem neuen Geist der Zeit, der nicht immer besser ist. Mit Freude, es ist ein gutes Zeichen, dass die Heimatvertriebenen aus den neuen Bundesländern dieses Manifest auch für sich übernommen haben und als ihre Charta ansehen. Herzlichen Dank. Und wir alle, die wir nicht daran mitwirken konnten, das sind die meisten, sind den Verfassern dieses Dokumentes zu Dank verpflichtet und ich sage das mit tiefer Überzeugung und voll großer Bewunderung. Und es ist vorhin angesprochen worden, der Bundesrat hat im Jahre 2003 die Forderungen des Bundes der Vertriebenen, den 5. August eines jeden Jahres zum nationalen Gedenktag zu erheben, aufgegriffen und unterstützt. Die damalige rot-grüne Bundesregierung hat sich dem genauso wie Bundespräsident Horst Köhler verweigert und die nachfolgenden Regierungskoalitionen haben sich bislang noch nicht damit auseinandergesetzt. Jetzt muss man wissen, der damalige Bundesratsbeschluss erfolgte 2003 mit einer schwarz-gelben Ländermehrheit. Was also, meine lieben Freunde, liegt heute näher, als nun mit einer dazu passenden Bundesregierung die politische Erkenntnis und Willenserklärung vom Jahre 2003 heute durch Handeln zu ersetzen. Ein Anfang ist mit dem Antrag der christlich-liberalen Regierungskoalition aus Anlass des Charta-Jubiläums gemacht. Und jetzt werden wir nicht nur erwartungsvoll zuschauen, sondern auch entsprechend Gespräche führen müssen und wollen. Übrigens, das Gleiche gilt für die Thematik Entschädigung der deutschen Zwangsarbeiter. CDU, CSU und FDP haben in Oppositionszeiten im Deutschen Bundestag gefordert, dass deutsche Zwangsarbeiter zu entschädigen sind. Die beiden Teile dieser Koalition, die drei Teile, sitzen heute in der Bundesregierung. Und deshalb werde ich auch nicht locker lassen, daran zu erinnern, dass Dinge, die man in der Opposition will, auch für eine Regierungszeit auch doch Gültigkeit haben sollten.
Rathenau. 50 Jahre nach der Charta der Heimatvertriebenen wurde durch den BDV die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen am 6. September 2000 gegründet. Das waren 50 Jahre, einen Monat und einen Tag später, ein halbes Jahrhundert später. Zwei hervorragende Ausstellungen haben wir mit dieser Stiftung auf die Beine gestellt. Die erste widmete sich den Vertreibungen des 20. Jahrhunderts in Europa, hieß Erzwungene Wege. Sie wurde als Wanderausstellung auch hier in Erfurt im Landtag gezeigt. Und umso erstaunlicher finde ich schon, dass der Bürgermeister von Erfurt nicht mal einen Vertreter heute hier zum Deutschlandtreffen der Ostpreußen geschickt hat. Eine zweite Ausstellung beschäftigte sich mit der Siedlungsgeschichte der Deutschen außerhalb des Reiches. Es wird ja immer so der Gedanke verbreitet, eigentlich die Deutschen sind da mit Feuer und Schwert hingekommen oder mit Panzern und haben das Land okkupiert und sich niedergelassen. Dass das eine friedliche Besiedlung war, dass die Menschen berufen worden sind, das zeigen wir mit dieser Ausstellung, die jetzt auch eine Wanderausstellung ist. Sie wird, und die dritte Ausstellung jetzt, ist fast fertiggestellt, wird die schwierige Zeit der Integration hier in Deutschland zeigen und das, was die Heimatvertriebenen geleistet haben, beleuchten. Es könnte sein, dass diese dritte Ausstellung ihren Auftakt im Reichstagsbereich hat. Auf jeden Fall werden wir aber eines machen. Wir werden im nächsten Jahr im Kronprinzenpalais, das jetzt wieder schön hergestellt ist, alle drei Ausstellungen in der komprimierten Form gemeinsam unter dem Thema Heimat für fast ein Vierteljahr der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ich bitte dann auch um Ihren Besuch. Über diese Aufgaben hinaus hat unsere BDV-Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen auch den Franz Werfel Menschenrechtspreis gestiftet. Alle zwei Jahre wird er verliehen. Vorletzte Preisträgerin war unter anderem die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller für ihr Werk über die Deportation und die Zwangsarbeit eines Siebenbürger Sachsen. Ein weiteres wichtiges Ziel dieser Stiftung war von Anbeginn eine dauerhafte Einrichtung in Berlin, die an das Schicksal der deutschen Vertriebenen erinnert. Jetzt muss man mal unsere Nation, unser Volk selber beleuchten. Nichts machen wir uns in Deutschland leicht. Keine Reform, keinen Autobahnbau oder Straßenbahnbau, nicht mal Energieversorgung, auch nicht die Wiedererrichtung des Berliner Stadtschlosses und schon gar nicht ein dauerhaftes Gedenken an das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen. Und das noch ausgerechnet in Berlin. Nicht in Sarajevo oder Görlitz oder Breslau, das würde ja mancher noch ertragen, aber dass wir das in Berlin wollten, das war vielen einfach unerträglich. Unproblematisch in Deutschland sind doch nur Krötentunnel, Lichterketten oder AIDS-Galas. Dabei wollen alle dabei sein, das macht sich einfach. Im Präsidium des Bundes der Vertriebenen darum gerungen wurde, wir haben es uns ja von Gottberg nicht einfach gemacht, darum gerungen wurde, ob und mit welchen Zielsetzungen man eine Stiftung zur Erinnerung an die Vertreibung der Deutschen gründen wolle oder sollte, da hatte es sich damals vor uns bestimmt niemals träumen lassen, was damit in den Folgejahren bis zum heutigen Tage ausgelöst werden würde. Die vertriebenen Debatte und die vielen Debatten Land auf Land ab der letzten Jahre bis hin zum heutigen Tage sind eine direkte Folge der Gründung dieser Stiftung unseres Verbandes. Und sie sind Teil eines Klärungsprozesses, der auch bis heute immer noch nicht abgeschlossen ist. Und wir können selbstbewusst seitens des Präsidiums des Bundes der Vertriebenen sagen, wir haben durch die Gründung dieser Stiftung ganz Beachtliches erreicht. Aber nicht nur durch die Gründung, sondern
liebe Ostpreußen, liebe Landsleute, auch durch die Spendenbereitschaft aus den Landsmannschaften, aus den Landesverbänden, durch die Patenschaften von mehr als 400 Gemeinden, die mit 5 Cent pro Einwohner einmalig unsere Stiftung unterstützt haben, durch die Patenschaften von Bundesländern, da geht noch eine Bitte hier in Richtung Thüringen, das ist noch nicht abgeschlossen, Thüringen gehört noch nicht dazu, was ich dann ja noch wieder. All das hat uns dazu geholfen, es hat uns aber auch wirklich geholfen, die öffentliche Aufmerksamkeit, die unsere Gegner gegen uns auf den Weg gebracht haben. Ich sage immer, ein Drache auf einem Stoppelfeld im Herbst steigt nicht auf, wenn kein Wind ist. Dieser Wind hat uns auch geholfen, ein Thema lebendig zu machen und wieder ins Leben zurückzurufen. Und dafür sei allen gedankt, auch den Gegnern. Vieler Land auf, Land ab aus dem vertriebenen Bereich und darüber hinaus, viele Nichtvertriebene haben gespendet, haben gesagt, so etwas ist wichtig. Sind wir jetzt auf einem ordentlichen Weg zu einer dauerhaften Gedenkeinrichtung in Berlin? Der Weg dahin, das will ich auch nicht verhehlen, war außerordentlich schwierig. Es war eine Art Extrembergsteigen und der Weg war auch nicht ohne Verwerfung und Steinschlag. Aber ich glaube, wir haben ihn unbeschadet und sehr erfolgreich bewältigt. Der Bevormundung unseres Verbandes durch Teile der Bundesregierung, die glaubten, bestimmen zu müssen, wer im Stiftungsrat sitzt oder nicht, dieser Bevormundung haben wir uns erfolgreich widersetzt. Der gordische Knoten in der Besetzungsfrage des Stiftungsrates, wo der BDV Besetzungs- und Benennungsrecht hat, ist durch unsere Initiative, ist durch den Bund der Vertriebenen in schwierigsten Verhandlungen aufgelöst worden. Und zwar nicht nach dem Motto, der Klügere gibt nach, denn das hieße doch der Dummheit, das Feld zu überlassen. Nein, wir haben hart verhandelt. Unser Lösungsvorschlag sah vor, Verbesserungen für die Bundesstiftung zu erreichen, das Vetorecht der Bundesregierung abzuschaffen, und das ist uns gelungen. Die Bundesregierung hat keine Einwirkungsmöglichkeiten in Fragen der Besetzung nicht. Auch kein Außenminister hat Einwirkungsmöglichkeiten. Der Deutsche Bundestag entscheidet über eine Liste der von allen berechtigten Organisationen vorgeschlagenen, das sind auch Kirchen unter anderem, insgesamt. Und damit werden entweder alle oder es wird überhaupt niemand gewählt. Ist doch eine gute, hervorragende Lösung. Aber nicht nur das konnten wir erreichen. Hinzu kommt, dass wir die Zahl unserer Vertreter im Stiftungsrat der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung verdoppelt haben. Und damit auch prozentual, manche sagt, jetzt sind sie ja noch weniger prozentual von 23% auf 29% gestiegen sind. Es gibt jetzt 6 Mitglieder, vorher waren es 3, 6 Mitglieder des Bundes der Vertriebenen und 6 Stellvertreter. Außerdem haben wir erreichen können, dass die Ausstellungsfläche im Deutschlandhaus um 50% erweitert wurde und die wichtigen Unterlagen über vertriebenen Schicksale, die im Bundesarchiv lagern, für die Bundesstiftung verfügbar gemacht worden sind und gemacht werden sollen. Das heißt, wir haben mit unserem Lösungsvorschlag ungeheuer viel für unsere Anliegen herausgeholt. Wir konnten also im Gegenzug des Bundes der Vertriebenen, mich zu benennen für die Bundesstiftung, viel erreichen,
mehr als die meisten für möglich gehalten haben und dass wir viel erreicht haben, sowas kann man immer an den Reaktionen der Kontrahenten und der Gegner erkennen. Sie waren feindselig, sie waren aggressiv, sie sprachen von Erpressung und so weiter und so fort. Das heißt, das ist der deutlichste Beleg dafür, dass wir einen unerhört klugen und geschickten Weg gegangen sind, den wir im Präsidium des Bundes der Vertriebenen in einer spannenden Sitzung, Herr von Gottbeck, Sie können sich daran erinnern, in Frankfurt, so für uns beschlossen haben. Die Gegner von uns. Die Gegner der Vertriebenen, das sind ja nicht nur die Gegner der Stiftung, sind die Gegner des vertriebenen Themas, der Heimaterinnerung. Das sind im Übrigen in einem erheblichen Maße Personen, die, wenn es um Vertriebene in Afrika oder in anderen Kontinenten geht, gar nicht genug Taschentücher haben, um ihre Mitleidstränen zu trocknen. Nur für uns ist keine da. Und da muss man auch die nachfolgenden Diskussionen. Kaum waren unsere Stiftungsratsmitglieder benannt, der Herr Griegard gehört jetzt dazu und kann kräftig fechten. Kaum waren die benannt, haben unsere Gegner gegraben, was können wir den Einzelnen am Zeug fliegen? Und dann haben sie doch tatsächlich etwas ausgegraben. Eine Äußerung vom Arnold Töll und etwas vom Hartmut Sänger. Der eine hatte sich mit den Zwangsarbeitern beschäftigt, der andere hatte die Zwischenkriegszeit völlig korrekt wiedergegeben. Da stand ja die Welt Kopf in Deutschland. Da wollte man sagen, das ist alles ein revisionistisches Weltbild, ein Geschichtsbild, so ist der BDV. Diese Versuche, meine lieben Freunde, beide sind durch und durch Demokraten, beide haben nichts Verkehrtes gesagt. Diese Versuche und der Empörungspegel waren so durchschaubar wie untauglich, wenn man die angewendeten Argumente betrachtet. Und der platte Versuch in einer konzertierten Aktion, es war alles abgesprochen von verschiedenen linken Protagonisten, mit nahezu identischen Argumenten aller Beteiligten, den BDV in eine Reihe mit Geschichtsfälschern zu stellen, kehrt sich bei Kenntnis der Fakten am Ende gegen die Protagonisten selbst. Den BDV, den von uns bestellten Stiftungsratsmitgliedern und mir, uns liegt ganz einfach an einem, an Wahrhaftigkeit bei der Darstellung von Flucht und Vertreibung. Mehr wollen wir gar nicht. Wahrheit. Und darauf werden wir auch sorgfältig achten bei der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Die führenden Mitglieder unseres Verbandes, die Vorsitzenden der Landsmannschaften, die Vorsitzenden der Landesverbände, Sie sind durch und durch Demokraten und haben für dieses Land vielleicht mehr geleistet als viele andere im Lande. Und die, die sich an uns abarbeiten wollen, die sollen doch bitte vor ihrer eigenen Haustür hin und wieder mal kehren. Die antidemokratischen oder gewaltgeprägten Lebensläufe mancher Spitzenpolitiker, nicht alle, aber mancher Spitzenpolitiker der Grünen Partei sollten doch ein wenig zu Demut und Bescheidenheit Veranlassung geben. Wollen wir noch einmal gar nicht hören. Unser Stiftungsziel, ein vollständiges und ein wahrhaftiges deutsches und auch europäisches Geschichtsbild zu erreichen und die Bedeutung des kulturellen Erbes der Vertriebenen für unser Land ist für alle sichtbar zu machen. Und das alles ist ein gutes Stück näher gerückt. Damit wird aber, liebe Freunde, unsere eigene Stiftung, das Zentrum gegen Vertreibungen, darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen, auf gar keinen Fall überflüssig. Im Gegenteil, wir sind der Wächter für die Bundesstiftung. Wir müssen und wir werden mit unserer eigenen Stiftung und durch sie weiter treibende Kraft bleiben und diese Bundesstiftung fürsorglich, aber auch sehr hartnäckig begleiten. Sie ist schließlich unser Kind und dafür tragen wir Verantwortung. Und ich selbst werde sie mit Herzblut gegen alle verteidigen,
die sie verwässern, die sie bagatellisieren oder umdeuten wollen. Und ihrer Spendenfreudigkeit, liebe Ostpreußen, sind dabei überhaupt keine Grenzen gesetzt, damit wir weiterarbeiten können. Das Deutschlandtreffen der Ostpreußen, das ist immer wieder deutlich, das ist nicht Abschottung, das ist nicht geistige Enge, sondern Offenheit und der Blick über die Grenzen. Und dabei erinnern sie auch immer wieder an millionenfache Schicksale und an die Heimat. Wir erfahren ja tagtäglich von neuen Vertreibungen und über die Medien weltweit von neuen Vertreibungen. Und wir müssen deshalb auch gemeinsam der heutigen jungen Generation den Wert von Heimat vermitteln und alle Menschen dazu aufrufen, Vertreibungen weltweit zu ächten. Am Beispiel unseres eigenen Schicksales gelingt das am allerersten. Vertreibung darf und war kein legitimes Mittel von Politik, sondern Vertreibung von Menschen war immer ein Verbrechen. So wie die Vertreibung der Armenier ein Verbrechen war. Und Millionen Vertriebene mussten vor ihrer Vertreibung Zwangsarbeit leisten. Nicht nur für die Sowjetunion, sondern auch für Polen, für die Tschechoslowakei oder für Jugoslawien. Mittel-, Ost- und Südosteuropa waren über viele Jahre, auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg, nichts anderes als eine gigantische Sklavenhalterregion. Und die Toten dieser Lager wurden nicht bestattet, sie wurden einfach namenlos verscharrt. Und 2 Millionen Deutsche haben bei der Flucht oder durch die Vertreibungen in Arbeitslagern oder bei Massakern oder in der Ostsee ihr Leben verloren. Der polnische Historiker, und das freut mich sehr, dass es auch ein Pole ist, der das sagt, hat in einem Vortrag 2009 im Zusammenhang mit den in Marienburg bei Baggerarbeiten entdeckten mehr als 2000 deutschen Opfern darauf hingewiesen. Er stellte fest, ich zitiere ihn wörtlich, weitere Orte, an denen sicherlich eine beachtliche Anzahl Verstorbener, zu Tode gequälter oder ermordeter deutscher Zivilisten vergraben liegen, sind die zahlreichen Lager und Gefängnisse für Deutsche in den ersten Nachkriegsjahren. Und er bedauerte wieder wörtlich, dass es auf diesem Gebiet keine solide Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen Historikern gibt. Und er sagte sehr deutlich einen Satz, den man sich insbesondere in Deutschland hinter die Ohren schreiben sollte. Die Suche nach Versöhnung durch Verschweigen, worauf die Mitglieder der polnisch-deutschen Lehrbuchkommission setzen, ist keine langfristige Lösung. So der polnische Historiker. Wie war? Und die Verantwortung dafür, die trägt bei Gott nicht alleine Polen, sondern in weit erheblicherem Ausmaß seit Jahr und Tag die deutsche Politik. Und Peter Glotz, mein leider viel zu früh verstorbener Mitvorsitzender in der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen, er hat es sehr drastisch auf den Punkt gebracht. Wenn ich diese Formulierung wählen würde, wäre ich wahrscheinlich längst zu Frikassee verarbeitet worden, als er schrieb, wörtlich, es wird kein politisches Europa geben, solange man einige europäische Völker wie sanfte Irre behandelt, mit denen offen zu diskutieren der Therapie widerspricht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie recht. Aber wir erkennen in unseren Nachbarländern positive Entwicklungen. In allen unseren Nachbarländern wären seit Jahren an vielen Orten
Erinnerungsstätten und Tafeln für ermordete Deutsche errichtet. Das ist nicht immer einfach, aber gemeinsam gelingt vieles. Und da stellte auch wieder Witold Kolobis fest, Massengräber ermordeter deutscher Zivilisten oder Stätten ihres Martyriums erleben langsam ein Gedenken. Im Allgemeinen geschieht dies durch die Initiative von Familienmitgliedern der ermordeten Deutschen oder der Organisation des Bundes der Vertriebenen, aber mit Erlaubnis und der stetigen Zusammenarbeit der örtlichen polnischen Gesellschaft oder der Selbstverwaltung. Man errichtet Obelisken oder Denkmäler mit Tafeln, die eine zweisprachige polnisch-deutsche Inschrift tragen. Er hat es richtig beobachtet, Sie alle wissen das, dass es in den Heimatorten unter Umständen schon Gedenktafeln gibt. Ich würde mir wünschen, dass Repräsentanten, hohe Repräsentanten der Bundesregierung sich auch einmal an einen solchen Ort, wo Deutsche verscharrt worden sind, begraben worden sind, an einen solchen Ort mit großer Gedenktafel begeben würden, einen Kranz niederlegen würden. Ich habe davon nichts gesehen. Der Goethe-Preisträger Raimund Aron stellte fest, und auch in Deutschland muss man wieder und wieder daran erinnern und mahnen, der Charakter und die Selbstachtung einer Nation zeige sich darin, wie sie mit ihren Opfern der Kriege und mit ihren Toten umgeht. Misst man Deutschland an diesem Satz, so kann man nur eines feststellen, es gibt gewiss noch Nachholbedarf und Verbesserungsmöglichkeiten. Das Leitwort im vorigen Jahr des Tages der Heimat lautete, durch Wahrheit zum Miteinander. Aber gerade die Wahrheit ist es ja, die viele in Deutschland wie der Teufel das Weihwasser fürchten. Das gilt nicht nur für unser Schicksal, das muss man auch sagen. Die jüngsten Empörungswellen zu anderen Themen, wie zum Beispiel Zuwanderung, haben das ja auch deutlich gemacht, dass man Fakten ganz einfach ignorieren will. Aber wir müssen auch feststellen, nichts kann so schmerzlich sein wie die Wahrheit. Aber in Johannes 8,32 ist zu lesen, nur die Wahrheit macht frei. Und man muss kein gläubiger Christ sein, um die universelle und zeitlose Gültigkeit dieses oft angeführten schlichten Satzes zu begreifen. Und der Königsberger Immanuel Kant, der große Königsberger, der große ostpreußische, der große deutsche Philosoph, ohne ihn ist auch europäische Philosophie undenkbar. Er sagte einmal, die Bibel ist mein edelster Schatz, ohne den ich elend wäre. Die Katastrophe der Vertreibung von fast 15 Millionen Deutschen mit allen nur denkbaren Grausamkeiten und Begleiterscheinungen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, das ist schmerzlicher, das ist unauslöschbarer Teil unserer ganzen Nation, nicht nur der Vertriebenen, unserer ganzen Nation. Das müssen wir immer wieder in die Öffentlichkeit bringen. Und die Opfer und ihre Nachfahren, ihre Kinder und Kindeskinder, sie haben ein Anrecht darauf, dass ihr Schicksal, dem sie ja stellvertretend für alle Deutschen hilflos ausgeliefert waren. Und ich werde schon grantig, wenn mir ein Münchner sagt, es sei die gerechte Strafe gewesen. Das sind meistens keine CSU-Leute oder nie CSU-Leute. Also, sage ich gerade mal, die bayerische Staatsregierung vertreten ist. Wenn ein Münchner so etwas sagt, dann kann ich nur sagen, ich habe mal gehört, München war die Hauptstadt der Bewegung für Adolf Hitler und nicht Königsberg. In Deutschland wurde der braune Hitler-Sozialismus durch den Kommunismus stalinistischer Prägung nahtlos abgelöst. Unterdrückung wurde durch Unterdrückung ersetzt und nicht wenige Konzentrationslager in Mittel- und Osteuropa wurden von den neuen Herren dann ja sofort weiterverwendet. Nach dem Krieg war Elend, Folter, Qual und Tod auch unmenschliches Tagesgeschäft. Deutsche Sprache und die deutsche Kultur wurden im
ehemals deutschen Gebieten gnadenlos ausgerottet. Und da hat man nicht den heute noch dort lebenden Deutschen vorzuwerfen, dass sie so schlecht Deutsch sprechen können. Es war eine Überlebensmaßnahme, dass sie am Ende still ihre Muttersprache verschwiegen haben und sie auch nicht benutzen durften. Die Sorge, dass das Gedenken an diesen Teil deutscher Geschichte und Teil der Nachkriegsgeschichte und auch der, nicht nur der deutschen, auch der europäischen Geschichte, das erzeuge wiederum neuen Nationalismus. Diese Sorge halte ich für völlig unbegründet. Im Gegenteil, wenn man nicht daran erinnert, dann gibt man denen Boden, die sagen, wir wissen aber was. Und dann kommt auf einmal das Ganze doch zum Tragen. Aber das sind dann vielleicht politische Kräfte, mit denen wir nicht gemeinsam in einem Boot sitzen wollen. Deshalb alles auf den Tisch. Und der Hinweis auf Ursache und Wirkung, der uns ja Land auf, Land ab und mir fast tagtäglich immer wieder begegnet. Eine Entschuldung auf Ursache und Wirkung bewegt sich doch abseits jeglicher Menschenrechtsnormen. Eine solche Entschuldung, es hat ja Hitler gegeben, darum war das richtig, sie ist doch latent gespeist aus archaischem Blutrache-Denken. Jeder hier bei uns in Deutschland weiß, wer den Zweiten Weltkrieg angefangen hat. Jeder kennt auch die Barbareien des nationalsozialistischen Deutschlands und das grenzenlose Leid, das dadurch über ganz Europa gekommen ist. Und mein tiefes Mitgefühl, und ich weiß auch Ihr tiefes Mitgefühl, gilt auch diesen Opfern. Niemand aber wird mich, die ich im Deutschen Bundestag für die Universalität von Menschenrechten als menschenrechtspolitische Sprecherin Verantwortung trage, mit dem Argument von Ursache und Wirkung davon überzeugen, dass eine Barbarei die andere jemals entschuldigen kann oder darf. Sonst brauchte man gar nichts mehr in Afrika zu machen. Wer immer dieser absurden Logik folgen wollte, wäre als Menschenrechtspolitiker wirklich fehl am Platze. Menschenrechte nach zweierlei Maß zu messen, ist ein Paradox in sich. Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. Die Würde eines jeden Menschen ist zu bewahren und darf nicht angetastet werden. Und auch für die deutschen Vertreibungsopfer gelten natürlich die Menschenrechte. Unabdingbar, uneinschränkbar und unrelativierbar. Und ich bin auch davon überzeugt, die Brücken zwischen unseren europäischen Völkern werden umso tragfähiger sein, je offener wir den Dialog führen und auch einander zuhören. Wir brauchen das Miteinander und wir wollen als Vertriebene das Gegeneinander der Völker überwinden helfen und dazu tragen hier alle tagtäglich mit bei. Und dazu aber muss es gemeinsames Anliegen sein in Europa, in Deutschland, den Schutt der Geschichte beiseite zu räumen und sich des gemeinsamen christlich-abendländischen Fundamentes zu vergewissern, das unsere europäischen Völker miteinander verbindet. Das Erbe ist Verpflichtung, wie es hier oben so schön als Motto der Ostpreußen zu lesen ist. Ich glaube an ein versöhntes Europa, in dem die Völker ohne Zwang und ohne Furcht voreinander leben können. Die Landsmannschaft Ostpreußen mit ihren Tausenden von Mitgliedern, einige davon sind hier in dem schönen großen Saal, sie tragen tagtäglich dazu bei. Weiter, alles Gute.